Ah, du bist jetzt eigentlich nur noch am Klauen. Okay, hier ist anscheinend keiner. Was ist das? Er wühlt da hinten auf dem Kackhaufen rum. Hallo, Wache. Ach, ich dachte, es wäre ein Klo. Kormark. Ah, ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen. Auch wenn wir es nicht tun sollten. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Aha. Okay. Mir ist es egal, wenn sich die Leute über mich das Maul zerreißen. Coole Kameraeinstellung. Ein ruinierter Ruf kann dir viel Ärger einbringen. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur kriegt das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Du langweilst mich. Du scheinst kein Niemand zu sein, aber ich will wissen, wer das ist. Bring mir etwas bei. Ich frag erst mal. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das sich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Das hört sich natürlich gut an. Also ich meine, so eine Klerikerwaffe, so eine schöne Wumme. Ist krass, dass ich erstmal am Arsch... Okay, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Einfach so. Ja, sagt er einfach. Ach, du musst dem ja auch wieder was geben. Oder, nee, ist das... Jetpack-Angriff. Kann mir ja nichts von dir leisten. Gutes Elix hätte ich fast. Lernpunkt, da habe ich noch 3. Ah, da kann er... mir also irgendwas beibringen. Nahkampfwaffe... Okay, bei dem kann ich mich sozusagen auftunen, so gesagt, dass er mir zumindest meine Fertigkeitspunkte abgibt, dass ich neue Angriffe oder sowas lernen kann. Klingt schon mal interessant. Wir schauen mal ganz kurz weiter. Ich muss hier doch irgendwo an Rüstung kommen. Also ich kann nicht die ganze Zeit hier mit dem Lumpen rumrennen. Wir schauen nochmal runter. Hallo? Wache. Das ist eine Wachin. So, was haben wir denn hier? Hier bäckt, glaube ich, einer Brot. Hier war ich ja schon mal reingetrampelt. Da kam mir dieser Vogel an, der mir die Klerikerwaffe abnehmen wollte. Ich quatsch jetzt einfach mal dich voll. Brauchst du frische Verbände oder willst du etwas von meinem Kräutersud? Dann bist du allerdings zu früh dran. Ich muss erst 9 zubereiten. Bietest du jedem deine Hilfe an? Ja, es ist einfach meine Bestimmung, anderen zu helfen. Außerdem handle ich so im Sinne unseres Gesetzes. Meine Heilkunst sehe ich als meinen Beitrag dazu an. Und er ist bitter nötig. Was ich alles gehört habe von denen, die wir aufgenommen haben. Schrecklich. Ich fürchte, die seelischen Schäden, die manch einer da draußen erlitten hat, können nicht mit einem Trank kuriert werden. Aber vielleicht mag unsere Magie das vollbringen. Schließlich ist sie es, die unser Überleben sichert. Aha, also kann die mich heilen, oder wie? Kannst du meine Wunden heilen? Ich habe jetzt gar keine. Was hast du denn alles so gehört? Hauptsächlich Geschichten über den Krieg und die Kämpfe da draußen. Grässliche Wunden und viele Tote. Die Alps beherrschen eine unglaublich zerstörerische Art der Magie durch den Konsum des reinen Elex. Ja, sie ist sehr effektiv. Für jemanden, der einmal in Besitz solcher Kräfte war, ist es sicherlich schwer, je wieder vom Konsum des reinen Elex runterzukommen. Du hast ja keine Ahnung. Man sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Körper sich wieder normalisiert, wenn man den Elex-Konsum einstellt. Die Entzugserscheinungen sollen aber höllisch sein. Nur gut, dass wir unser Mana haben. Ja, dann steige ich doch auch gerne mal auf Mana um. Was weiß jemand wie du schon vom Elex-Entzug?
Nun, wir hatten einmal einen dieser Separatisten der Alps hier zum Verhör, den ich verarzten sollte. Seine äußeren Wunden waren nicht so schlimm, aber der Elex-Entzug machte ihn völlig fertig. So wie einem das Elex die Emotionen nimmt, so kommen sie geballt zurück, wenn man das Elex absetzt. Die Folge war ein Mann, der mit all seiner Kraft gegen das Gefühlschaos in seinem Kopf ankämpfte. Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Er starb. Sein Wille war nicht stark genug, um sich dagegen zu wehren. Schade. Ich dachte, ich hätte vielleicht noch jemanden gefunden. Aber... Kannst du meine Wunden heilen? Du? Du scheinst mir recht robust gebaut zu sein. Knochenbrüche hast du nicht. Nur ein paar Kratzer. Ich denke, das hier wird dir auf die Beine helfen. Nice. Kostenloses Zeug. Das ist praktisch. Oder? Nee. Ach, Mann. Die könnte mir also noch mehr geben. Ach, das war nur eine Kleinigkeit. Je schneller du lernst, dich selbst zu verarzten, umso weniger Arbeit habe ich damit. Ich wollte eh okay, weiter. Lassen wir die mal ganz kurz quatschen. Hier wohnt die ja bestimmt oder so. Ja, hier hängen schon ein paar zig Kräuter rum. Pfeil. Das wollte ich alles gar nicht wissen. Ergibt das irgendeinen Sinn? Nö, ich klau hier bloß drin, ne? Nein, das kann ich nicht glauben. Aber wenn sich einfach mal in die Betten legen kann, einfach mal... Ich hatte das Tagebuch, das lese ich mir alles dann mal so zwischen der Folgenpause zwischen der Folgenpause durch. Damit ich immer auf dem neuesten Stand, da muss ich hier euch nichts vorlesen. Können wir nämlich mal gleich in die Action reingehen. Ja, Action haben wir ja bis jetzt erstmal nicht gehabt, die Folge. So, hier muss doch irgendwo ein Verkäufer sein. Kann man das nicht irgendwie auf der Karte anzeigen lassen? Das wäre ja auch ein bisschen blöde, ne? Dann wüsste ich ja... schon im Vorfeld, wo hier was ist. Oder kann man da was einstellen? Kartenlegende. Kartenlehre. Deine Marker. Teleporter. Nö. Lehrer und Händler. Hä? Ist doch angezeigt. Aber. Warte, nein. Muss ich die jetzt anschalten? Gefährten wir mal. Händler. Lehrer und Händler. Sind die jetzt da? Und dann muss ich damit einmal gewesen sein. Aber hier oben ist so ein... Ist ja ein Lehrer. Den habe ich ja jetzt angesprochen. Ich muss die erst einmal ansprechen. Gut. Wenn das schon mal wissen, ist das praktisch. Mal schauen. Wer hier was verscherbelt von euch? Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier ist jede Bude... Hallo? Hey, was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Hä? Gibt's ein Problem? Gibt es ein Problem? Ja. Ein Problem, das ich gerne vermeiden möchte. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Aha. Aber, ja, was erwartest du jetzt eigentlich von mir? Und was erwartest du jetzt von mir? Naja, ist wohl fest mit deinem Arm verbunden. Abschlagen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Aber gut, ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Aha. Erzähl mir mehr über die Werker. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Der Schlund. Mama, nehmen Sie die Alps. Sie extrahieren es auch, der Schlund. Der Schlund? Ja. Was dort lagert, soll in Vergessenheit geraten. Das Metall, das dort landet, kann nicht einmal mehr für unsere Klingen genutzt werden. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. In den Ring, in den Ring. Warum auf Technik verzichten? Brauche ich die Maschine alle? Na klar, frage ich gleich bei dem.
Okay. Ich will mich jetzt hier nicht noch mit dem festquatschen. Aber vielleicht da meine Drohne. Also dieses eine Ding, was ich noch suche. Aber ich brauche irgendwo... Was ist das? Ich brauche ja irgendwo noch Klamotten. Wann gewöhnen sich die Augen dran? Was? Krug? Nee. Ist ja irgendwas zu klar. Hier muss doch Bier geben. Lass mal gucken, dass hier keiner ist. Naja, ich muss da mal. So wird sie es nie zu etwas bringen. Ah, die sind über mir. So wird sie es nie zu etwas bringen. Als ob die alle weit gekommen sind. Das ist Wein. Schuldenbuch? Moment. Ich habe ja noch ein paar Aufgaben vor mir, ne? Ich weiß, das klingt ja alles für euch ein bisschen durcheinander. Aber Leute, das Chaos, ich beherrsche das Chaos. Ich habe immer irgendwo einen Plan. Nachricht. Erika. Tagebuch der Verbannten. Nee. Schuldenbuch. Alva. Ah, hier stehen. Bin da zweimal nicht bezahlt. Das brauche ich, glaube ich, nochmal zum Nachlesen. Ich muss mal. Ja. Nicht gleich wieder meckern, Freunde. Ich gucke. Ich muss suchen. Ich brauche Kleidung. Da komme ich. Klar komme ich da hoch. Ach, bescheuert. Dinge bleiben besser unausgesprochen. Hallo? Das habe ich schon einmal gehört. Alles da wie ein Diesel drin? Hallo? Born to be alive. Er säuft sie gerade voll. Du gehörst nicht zu uns. Was willst du hier? Alter, hat der soffen. Durchreise, wer will das wissen? Wer will das wissen? Mein Name ist Born, Sohn von Algor. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Boah, der nächste, der mir das sagt. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Okay, da gehöre ich anscheinend hin. Frag mal nach. Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Die Befestigung hat die Mutanten auch nicht aufgehalten, die durch den Fels gebrochen sind. Was zum... Und das sagst du so einfach? Beruhige dich. Sie sind tot. Puh, das sind gute Neuigkeiten. Ich nehme an, wir haben es dir zu verdanken, dass die Stadt nicht überrannt wurde. Hier, nimm das. Ich habe noch etwas draufgelegt, weil du meinen Fehler ausgebügelt hast. Hoffentlich hat Oryk den Angriff überlebt. Ansonsten habe ich seinen Tod zu verantworten. Ich gehe besser zurück. Ja, die haben alle überlebt. Ich habe sogar noch dem einen vom Kopf gekloppt. Okay. Vorbei. Geh erstmal wieder dahin, wo du herkommen solltest. Jetzt ich muss niemanden mehr. Ah, hier ist ein Gastwirt. Pünktlich wie immer. Muss ich aufpassen, dass ich den Krug klau? Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Ich will einkaufen. Klären wir ein paar Dinge. Gehört dir die Taverne? Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Nö. Ich will dir was kaufen. Warum saufen die denn alle? Ich will hier... Ja, saufen, kaufen, das hört sich eh... Doch gewisse Dinge. Ah, ein kleiner Handel gefällig? Ich suche etwas ganz Spezielles. Und wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Das wollte ich hören. Also, ich will eine Laserwaffe haben. Diese Dinger, die die Kleriker haben. Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja, besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Hau bloß ab! Aber du hast doch... Brauchst du erst einen Arschtritt? Du hetzt mir noch Angrims Männer auf den Hals. Verzieh dich! Nanu? Oh Mann. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Hm.
Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal. Du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus? Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Na, das hört sich doch gut an. Komm zur Sache. Schon gut, schon gut. Also, ich erkenne das Potenzial in dir. Aber lass mich deine Zweifel zerstreuen. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Aha. Willst du mir jetzt was verkaufen? Du klingst nicht gerade überzeugend. Dann mache ich es kurz. Vielleicht bekomme ich dann deine Aufmerksamkeit. Ich bin Händler. Immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja. Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Ich hab da was eigentlich. Mit welchen Gegenständen handelst du? Alles Mögliche. Besondere Gegenstände behalte ich allerdings selber. Warum? Sagen wir der Einfachheit halber. Ich bin Sammler. Meine Auswahl ist allerdings begrenzt. Schließlich sind wir in Goliath. Solange die Regeln unserer verstaubten Ahnen gelten, darf ich nicht über die Stränge schlagen. Für uns Händler sind die so nützlich wie ein Furunkel am Arsch. Aber aus Angst vor dem Fortschritt wird sich daran wohl so schnell nichts ändern. Weil ich hätte eigentlich eine Waffe. Ich hätte sogar eine antike Waffe, die ich vorhin geklaut habe. Sicher doch. Weil ich habe hier total verbrabbelt eben. Ich guck mal ganz kurz. Du hast Rüstung. Lederkapuzen, warte mal. Ich kann ja auch verkaufen, ne? Berghose. Ich muss hier mal ein bisschen was loswerden. Verkaufen. Wasserflaschen. Warte, die Apple behalte ich mal. Mana-Trank behalte ich auch mal. Mächtige Heilpflanze. Die Kräuter sollte ich an sich mal behalten, oder? Reines Elix. Okay, Reinform des Elix kann. Knochen, hier Knochen brauche ich nicht, kannst du haben. Elektroschrott. Ich glaube, ich brauche später alles sowieso nochmal zum Craften, ne? Deswegen sollte ich vielleicht nicht alles wegscheuern, was ich hier habe. Kann ja mal den Preis gucken. Schatulle. Könnte wertvoll sein. Weg. Kelch, weg. Hier Zigaretten. Eine Zigarette, ne? Da verkaufe ich mal alle. Siehst du? Da bin ich von fast auf 1000 Glocken. Was haben wir hier? Drohnenkontrolle. Okay, behalte ich besser mal. Ich will was kaufen. Eigentlich brauche ich... Ledermütze? Okay. Sonnenbrille. Klassisch. 2500. What the? Mechanikerhemd. Jägerrüstung. Mechanikerhose. Das ist aber alles arschteuer. Braune Lederkapuze. Eine. Ja, ist toll. Ist Rüstung wert plus 2. Okay, das ist schon mal. Das ist schon mal IO. Hier haben wir Rüstung plus 12. Die Konsti ist zu niedrig. Stärke würde funktionieren. Paradestärke. Parade. Ich bin nicht so der Parierfreund. Aber wisst ihr? Ich suche weiter. Machen wir den. Jetzt hat er erstmal. Okay, ich habe eine Trophäe bekommen. Ich habe jetzt erstmal ein kleines bisschen mehr Schotter. Aber wird der jetzt auch auf der Karte angezeigt? Jetzt halt die Fresse, ich habe hier gerade was gemacht. Ne, der wird mir nicht angezeigt. Aber. Doch, jetzt wird er mir. Jetzt sehe ich was Grünes. Okay, also wird er mir doch so auf der Karte angezeigt. Ich muss die Leute an sich einfach bloß kennenlernen. War ich hier schon? Hier war ich, oder? War ich hier? Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht... Labert der hier vorne eigentlich jeden voll?
So. Wir wissen, wo wir jetzt ein bisschen was ranbekommen können. Zumindest ist es jetzt rüstungstechnisch. Da gibt's Alkohol. Ah, jetzt sehe ich auch die Symbole da oben dran. Hast du auch eins gehabt? Da mal ganz kurz. Nee. Der paschelt hier ganz alleine vor sich rum. Ich sollte vielleicht nochmal oben zu dem Turm eigentlich gucken, weil da oben ist anscheinend eine richtige Menge Elex. Oder gehe ich jetzt erst bei der Quest? Ach, meine Freunde. Man kann hier, ne? Ihr wisst. Ne, wisst ihr nicht. Kontakt. Davor posten wir mal. Mal sehen, was wir machen. Okay. Verbündete mit. Ich weiß, ich klinge immer komisch. Hier der Berserker. Es war doch noch was mit der Drohne, ne? Dann helfe ich jetzt erstmal hier unserem Berserker-Kumpel kurz. Damit er hier nicht sagt, oh, du machst ja gar nichts mehr für mich. Au! Dann gucken wir mal jetzt kurz auf der Karte. Hier können wir uns gleich in die Nähe hinporten eigentlich, oder? Die sind hier. Alter, sind die weit weg. Guck mal. Die sind ja mitten irgendwo draußen in der Pampa.